Leute, jetzt gibt es, deswegen hasse ich es, zu fliegen von Weilheim. Sag mal, Weilheim, was ist denn da los? Ich persönlich muss sagen, ich fliege sehr, sehr gerne. Ich bin damit ja auch schon früh in Berührung gekommen. Mein Vater hat ja bei der Lufthansa gearbeitet. Deswegen ist man dann schon das ein oder andere Mal geflogen. Aber jetzt gucken wir mal, Weilheim. Ich war im Leben bis jetzt nicht viel reisen. Wie ist das denn bei euch? Schreibt das gerne mal in die Kommentare. Fliegt ihr gerne? Habt ihr vielleicht ein bisschen Angst davor? Let's go. Wenn meine Familie Urlaub hatte, sind wir entweder in Berlin geblieben oder nach Hongkong geflogen. Also hatte ich in meiner Kindheit nicht wirklich viel Erfahrung. Jedenfalls war... What? Junge, nach Hongkong ist doch gefühlt 20-Stunden-Flug, oder nicht? Abgesehen von den letzten 2 Jahren nur in 2 Ländern. Jetzt sind es aber mehr. Nicht 5, nicht 6, sondern 4 Länder. Amsterdam, London, Tokio, Hongkong. Boah. Ich muss sagen, nach Tokio würde ich auch mal ganz gerne. Weil ich habe das Gefühl, das ist schon so eine andere Welt. Ein bisschen andere Kultur, dies, das und so weiter. Sich da mal ein bisschen hier was reinschaufeln. Ich habe zwar jetzt nur Städte aufgezählt, aber egal. Heute rede ich aber über den Schritt vorher vom Reisen. Das Fliegen. Oh, das gehört eigentlich auch zum Reisen. Ah, schön. Ich rede von meinen Flugerfahrungen. Ich bin glaube ziemlich tolerant beim Fliegen. Denn ich habe mehr 12-Stunden-Flüge hinter mir als 1-3-Stunden-Flüge. Also kann man sagen... Also 12-Stunden-Flüge, die können manchmal schon echt anstrengend werden. Man muss sich also gut unterhalten können, um die 12 Stunden zu überleben. Aber man kann auch schlafen. 12-Stunden-Flüge haben immer ein persönliches Tablet am Sitz. Also wechsle ich immer zwischen Filme, Mangas in mein Handy oder Games. Boah, das habe ich ja immer geliebt, dass man da so teilweise Filme gucken konnte, die gefühlt noch im Kino liefen. Und letztens habe ich erfahren, dass Langstreckenflüge WLAN anbieten. Also warte ich auf einen YouTuber, der meinen 24-Stunden-Flugzeug-Livestream macht. Junge, das WLAN im Flugzeug ist noch räudiger als in der Deutschen Bahn. Also ohne Witz. Zumindest als ich das letzte Mal geflogen bin, da war es echt nicht geil. Neben den Aktivitäten gibt es natürlich auch das Flugzeugessen. Oh ja. Ich liebe Flugzeugessen. Was? Also zumindest hatte die Lufthansa immer richtig geiles Essen. Egal, ob du Economy geflogen bist oder Business, weil ich... Das kann ich auch zugeben, dass ich mittlerweile, ich hatte ja öfter zum Beispiel Trips nach L.A., wo wir zur E3 geflogen sind. Das ist eine Computerspielemesse im Grunde genommen, die wichtigste auf der Welt. Klar, die Gamescom ist größer von der Zuschauerzahl oder von den Leuten, die da sind, aber die E3, da werden immer die krassesten Spiele und so vorgestellt. Und dadurch, dass ich ja auch vergünstigt fliegen konnte und es sowieso ein Business-Trip war, bin ich dann halt gerne auch Business-Class einfach geflogen, weil dann kannst du halt richtig schlafen und du bekommst richtig krasses Essen. Also... Das ist schon sehr, sehr geil, aber mir hat das Essen auch in der Economy. Da gab es immer so einen geilen Joghurt, dann gab es irgendwie so leckere Nudeln und zum Nachtisch nochmal ein Stück Schokolade oder so einen kleinen Pudding. Also das fand ich mal geil. Das einzige Flugzeugessen, was ich genießen kann, sind eigentlich nur Joghurts oder Cupnudeln. Was? Cupnudeln muss nur heißes Wasser reinkippen. Und bei Joghurts... Nee. Musst du die kaufen. Als Kind waren für mich die Fensterplätze immer am besten. Aber je älter ich geworden bin, desto weniger hat es mich eigentlich interessiert. Was? Aber heute sind die besten Plätze die Außenplätze. Nee, rausgucken. Lass es mich erklären. Ich zähle mal jetzt Pros und Kontras auf von den Plätzen. Dann werdet ihr bemerken, dass der Außenplatz wirklich am besten ist. Also, Fensterplatz geil, Mitte scheiße. Mitte ist immer, egal wo du bist, Bahn, Bus oder so, Mitte immer kacke. Und ja, am Gang ist geil, weil du kannst schnell auf Toilette. Fensterplätze. Hat man gute Aussicht und privaten Freiraum. Das Negative ist aber, du musst fragen und hast Probleme aufzustehen, wenn du auf die Toilette willst. Ja, und das du musst nervig. 2 Personen fragen. Und in der Nacht, wenn alle schlafen, ist das wirklich unangenehm. Pinkel einfach eine Flasche. Mittlere Plätze. Du hast aber Armlehnen. Nicht im Flaschi, ne? Wenn ihr das nicht wusstet, wenn ein Flieger nur jeweils eine Armlehne hat, gehören die beiden in der Mitte. Weil die Mitte keine eigene Seite hat. Ja. Das Negative ist... Zu viele zum Aufzählen. Ja, die äußeren Plätze. Man hat viel Beinfreiheit. Ja, es ist für mich aber eh egal. Ich bin jetzt keine 2 Meter groß, deswegen ist Beinfreiheit für mich eher irrelevant. Du hast deine eigene Seite und man kann schneller aussteigen. Ja. Das einzige Negative ist wohl, dass man aufstehen muss, wenn jemand anders raus will. Aber das passiert jetzt auch nicht so oft. Und apropos aufstehen und aufs Klo gehen. Die Toiletten sind richtig gruselig. Jedes Mal... Ja, vor allen Dingen, Tipp von Pidizzle, versucht möglichst schnell auf Toilette zu gehen. Weil je länger der Flug dauert, umso ekelhafter werden die Toiletten. Und die Leute geben einen feuchten Dreck da drauf, was sie in dieser Toilette ab... Also es ist einfach nasty. Deswegen direkt am Anfang, da ist sie noch sauber und Leute, wenn gönnt spült, euch. Wenn man spült, ist es richtig laut. Es fühlt sich so an, als ob eine Seele rausgezogen wird. Ja. Als Kind habe ich mich auch immer gefragt, wo alles hingeht, wenn ich spüle. Ich habe immer spekuliert, dass alles einfach runterfällt. Wurst, weil es doch die einzige Erklärung ist. Ja, ich war ein direkt Spiel, rausgeschossen. Aber zumindest nie laut. Normalerweise mag ich ja Kinder. Oder bin wenigstens neutral zu denen. Aber Kinder in Flugzeugen sind nervig. Das Ding ist, Kinder in Flugzeugen sind allgemein nicht nervig. Nur, was ich schade finde, ist, wenn Kinder können ja ruhig schreien.
So, das ist ja alles in Ordnung, dass sie dann kurz mal eine Phase haben. Und aber Eltern, die ihr Kind einfach auf einem kompletten Flug die ganze Zeit schreien lassen und die das überhaupt nicht interessiert, das kann ich nicht verstehen. Weil am Ende können die Kinder nichts dafür. Die sind ja auch nur Produkt der Erziehung der Eltern. Und dementsprechend, yo, Leute, ohne Witz, sagt doch bitte euren Kindern, dass sie vielleicht ein bisschen ruhig sind. Und wenn, sie können ja kurz mal schreien, aber jetzt nicht bei einem 8-Stunden-Flug 7 Stunden lang. Das, ne? Die, die nicht stillsitzen können oder extrem laut sind. Oder die Kinder, die nach hinten gucken und euch anstarren. Auch, das finde ich manchmal ganz süß. Wenn so, hallo! Ja, okay, Nina. Ja, Junge, als wenn... Sonst bin ich eigentlich ziemlich tolerant so gegenüber sowas. Weil ich einfach weggehen kann. Aber an Flugzeugen bin ich gefangen mit denen. Und den. Bevor immer ein Flug gestartet wird, gibt es im Fall eines Absturzes ein Guide. Stewardessen demonstrieren dann, was man machen und beachten soll, falls so eine Situation mal passiert. Und 80% der Mitflieger und ich hören nicht zu. Bei einem echten Fall, dass mein Flugzeug abstürzt oder eine Notlandung machen muss, wüsste ich jedenfalls nicht, was ich machen müsste. Warum hat mir keiner gesagt, wie es geht? Meine Mom hat mir mal erzählt, dass sie und ich eine Notlandung schon mal erlebt haben. Aber What? Ich war so klein, dass ich mich nicht daran erinnern kann. Sie meinte, ich habe gelacht. Witzig. Aber sonst, neben dem Notfallguide, halte ich mich ziemlich an alle Regeln. Ich bin immer angeschnallt und mache alle meine elektrischen Geräte in den Flugmodus. Dirk hat mich mal ausgelacht, dass ich es überhaupt mache. Aber wenn ich mal mit Dirk abstürze, gebe ich ihm die Schuld. Das erinnert mich auch an einen Flug, wo ein Mann neben mir seinen Flugmodus nicht ausgemacht hat und angefangen hat zu schreiben, als wir fast gelandet sind. Er hat es mit seinem Buch versteckt. Es hat mich an meine Schulzeit erinnert. Und irgendwie war ich auch ein bisschen sauer auf ihn. Ich wollte ausschreiben, aber habe mich an die Regeln gehalten. Ja, da bin ich jetzt, weiß nicht, da halte ich mich auch an die Regeln. Ich bin niemand, der irgendwie dann direkt schon Nee, ich weiß auch nicht, ob das jetzt wirklich irgendwas bringt und so weiter mit elektronischen Geräten, aber ja gut, die Regeln gibt's ja nicht umsonst. Und ich bin da halte ich mich schon dran. Weil ich billig bin, nehme ich nur die Billigplätze bei Flieger. Aber jedes Mal, wenn ich einsteige, muss ich durch die Luxusklassen laufen. Durch First Class, bei manchen Flugzeugen ist es aber auch ganz vorne. Dann durch die Business Class und dann kommt meine. Oh. Klasse? Premium Economy Class? Premium Economy Class? Ja, die gibt's. Warum fliegt ihr eine neue Klasse hinzu, Lufthansa? Ich dachte, ich wäre schon die unterste Klasse. Aber ihr müsst noch eine Klasse hinzufügen, damit ich mich noch schlechter fühle. Vor dem Einsteigen kommt aber noch das Boarding. Und ich hasse den Part. Es existiert immer eine Person, die sich extra viel Zeit nimmt. Nachdem er seine Koffer eingeräumt hat, zieht er nochmal seine 3 Jacken aus, seinen Schal, seine Hose, seine Schuhe. Warum verstehen Leute nicht, dass sie sich ausziehen können, nachdem sie sich hingesetzt haben? Fluglines sollten Leute nach der Sitzplatznummer reinlassen. Die hintersten als erstes. Damit gibt es kein unnötiges Warten. Ja, ja, das gibt's mittlerweile aber, glaube ich, schon. Die First Class wird als erstes reingelassen und nach der Nummer sortiert. Dann die Business Class und so weiter. Und ja, wahrscheinlich wird es länger dauern beim Reingehen und vielleicht gibt es noch andere Komplikationen, aber mir egal. Nee, soweit ich weiß, wird das mittlerweile so gemacht. Jetzt, nachdem ich vom Fliegen zum Boarding geredet habe, sollte ich theoretisch jetzt über Flughäfen reden. Ich mag Flughäfen. Ja, ich auch. Das einmal, als meine Oma, meine Mom und ich nach China... Ich lieb auch irgendwie die Stimmung da und so weiter. Und Deutschland hat zumindest... gut, Köln war jetzt nie so der schönste Flughafen, aber der war so schön klein, da konnte man schnell hin, schnell durch die Security. München... muss ich sagen, ist auch okay. Allerdings nervt mich das mit dem Satellitenterminal. Da muss man erstmal mit einer Bahn so längs fahren. Frankfurt überfordert mich komplett und Hamburg hat auch einen kleinen süßen Flughafen. Wurde mein Moms und mein Sitzplatz geupgradet zu Business Class. Oh. Ich weiß nicht mehr wieso, aber es war umsonst. Also ist der Grund mir egal. Das Ding war aber nur, meine Oma spricht ein besonderes Dorfchinesisch. Deswegen hatte sie Probleme, sich zu verständigen mit den Stewardessen und konnte nicht alleine gelassen werden. Das zweite Ding war, ich kann selber nicht besonders gut Chinesisch und das Dorfchinesisch kann ich gar nicht. Also musste eine Entscheidung getroffen werden, wer von uns drei nicht den Upgrade bekommt und alleine Economy bleiben muss. Oma. Bestimmt Oma. Marco, nee, er? War nicht happy. Aber dafür wurde ich beim nächsten Flug alleine zu First Class geupgradet. Es war eine coole Stunde. Und das Essen war lecker geschmeckt. Ich habe Spaghetti mit einem normalen Teller gegessen. Mir wurde auch Zeitung angeboten. Es war sehr geräumig mit wenig Leuten. Aber ich war sehr nervös. Und das hat man mir angesehen, dass ich das erste Mal First Class war. Das erste und bis jetzt das letzte Mal. Als ich das erste Mal alleine ins Ausland geflogen bin, um Mick und Kostas zu besuchen, wurde ich befragt, was ich dort mache. Ich weiß, dass ich nichts Falsches mache, aber ich war trotzdem nervös, als der Mann mit seinem Turban mich gefragt hat. Ja, in Amerika ist das so, wenn du einreist, dann werden dir noch so ein paar Fragen gestellt. Da muss wirklich jede Person, geht dann da zu so einem Schalter und dann, ja, was ist der Grund, warum sie hier sind und da. Und dann fragt er dich so richtig aus. Da bin ich auch immer nervös, obwohl ich habe ja nichts zu verbergen. Ich mach nichts, Alter. Ich bin meistens businessmäßig oder einmal zum Urlaub da gewesen, aber ja, also das war schon immer so, oh Gott. Was ich hier in London machen will. Ich bin kein Terrorist. Okay.
Und nachdem ich alles gut beantwortet habe, wurde ich wieder angehalten und befragt, was ich hier mache. Und vor nicht allzu langer Zeit, vor einem Monat, habe ich fast meinen Flug verpasst. Mein Vater hat mich zum Flughafen gefahren, aber es gab Stau auf der Autobahn. Scheiße. Ich kam noch circa 10 Minuten vom Gateschloss an und es gab Stau beim Security-Check. Es gab nur zwei Optionen. Sich anstellen und auf das Beste hoffen. Ich hätte das hundertprozentig nicht geschafft. Oder nach vorne gehen und fragen, ob ich vor darf. Oh, ich war auch schon mal richtig spät dran, damals mit Bram, aber das hätte ich mich nicht getraut. Natürlich bin ich dann nach vorne gegangen und habe gefragt. Der Mann war sehr verständnisvoll und hat mich vorgelassen. Und verdammt nochmal war es mir unangenehm, sich vorzudrängen. Oh ja. Und am Ende war das Boarding 30 Minuten später. Ich mag Fliegen nicht wirklich. Deswegen wäre meine Lieblingssuperkraft teleportieren. Dann könnte ich immer da sein, wo ich will und wann ich will. Ja gut, das würde ich auch nehmen, aber ich finde Fliegen nicht so schlimm. Ich mag's eigentlich. Hey, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt ein Like und lasst ein Abo da. Danke. Hab ich schon. Ich lasse jetzt noch ein Like da. Abonnieren und liken. Danke.